Willkommen zurück. Heute sprechen wir darüber, wie du länger beim Sex durchhältst. Viel Spaß beim Video. Also, wie hältst du länger beim Sex durch? Eine gute Frage, die ich bekommen habe und mit der ich mich selbst schon viel beschäftigt habe. Der erste Punkt, den man da klären oder darüber nachdenken muss, ist natürlich Kondom gegen kein Kondom. Aber wenn du ein Kondom hast, dann kennst du es wahrscheinlich, hältst du länger durch, als wenn du kein Kondom hast. Ja, das ist jetzt mal die erste Sache. Das macht natürlich einen Unterschied. Aber viele Leute haben halt keine Lust, ständig mit Kondom mit einer Frau zu schlafen, gerade wenn es deine Freundin, feste Partnerin ist, weil es einfach wesentlich unintensiver ist, von der Erfahrung her. Aber Kondom zu benutzen kann erstmal der erste Weg sein, der erste Schritt sein, um längeren Sex zu haben. Und da gibt es auch diese Kondome, diese sehr dünnen, diese hauchzarten Kondome, die sich relativ echt anfühlen. Aber du hast dann noch trotzdem das Kondom, das heißt, du hältst dadurch ein bisschen länger durch. Und was du machen kannst, ist, dass du zum Beispiel mit deiner Partnerin, mit fremden Frauen schläfst du ja wahrscheinlich sowieso mit Kondom, dass du mit deiner Partnerin mit Kondom schläfst erstmal für eine Zeit, damit du diese anderen Sachen, die ich dir jetzt sage, ausprobieren kannst, damit du überhaupt die Zeit dazu hast, damit du es üben kannst. Und die erste Sache, über die wir reden müssen, ist so ein bisschen Bewusstheit beim Sex. Denn viele Männer haben sehr unbewussten Sex und viele Männer machen immer nur dieses Bam, 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 dieses Durchnehmen der Frau, so wie sie das in Pornos gesehen haben, weil sie es da halt gesehen haben und es vielleicht auch nicht anders kennen. Das ist nicht die beste Art, Sex zu haben. Das ist cool. Klar, es gibt Momente, hat man da Bock drauf, aber es ist nicht die beste Art, Sex zu haben. Dazu muss man allerdings sagen, dass dieses Bam, 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 Bam dafür sorgen kann, dass dein Penis so ein bisschen abstumpft. Also der wird dann so ein bisschen unempfindlicher, weil halt so viel Reibung da ist. Und das kann dafür sorgen, dass du in dem Moment nicht so schnell kommst. Also das kann den Vorteil haben. Hat aber dann den Nachteil, dass du die ganze Zeit halt diesen Hammer-Sex haben musst, wie so ein Presslufthammer, und das ist halt nicht so geil. Was ich dir empfehlen kann ist, und das mache ich auch eigentlich immer so, dass du verschiedene Tempostufen benutzt. Ja, mal bist du ein bisschen langsamer und stößt mit ein bisschen mehr, ich sag mal, Genuss und ein bisschen mehr Bewusstheit, ein bisschen mehr gefühlvoll. Und dann hast du auch mal Momente, wenn sie zum Beispiel, wenn du sie von hinten nimmst, wo es dann ein bisschen, ich sag mal, schneller vorangeht, ein bisschen härterer Sex, vielleicht auch, dass ihr den dann habt. Und in diesem, also dadurch, dass du wechselst, hast du halt manchmal so Perioden, wo du das Ganze mehr so ein bisschen genießen kannst und wo es sehr intensiv ist. Wenn es langsamer ist, dann ist es meistens intensiver. Und diese anderen Perioden, wo es ein bisschen schneller ist, wo dann dein Penis wieder so ein bisschen abstumpfen kann, da bist du dann kannst du halt länger. Ja, aber der Fehler, den die meisten Männer machen, ist, dass sie einfach nur dieses Gehämmere machen. Und das ist halt auch nicht the way to go. Deswegen bau erstmal verschiedene Tempostufen ein. Und wenn du das Gefühl hast, okay, jetzt bin ich gerade sehr erregt oder kurz vorm Kommen, mach erstmal Pause oder geh in so einen etwas hammerartigeren Modus über, um mal kurz deinen Schwanz ein bisschen überzureizen. Na, das kannst du halt auch machen. Die andere Sache, die ich gerade schon gesagt habe, ist, dass du eine Pause anlegst. Also du legst eine Pause ein, merkst du, okay, das ist dieser Moment kurz bevor ich komme, dann leg mal eine Pause ein. Ja, küsst die Frau ein bisschen, leg sie vielleicht ein bisschen, leg die einfach entspannt kurz neben sie. Also es muss halt beim Sex auch nicht die ganze Zeit Sex gehabt haben. Also es muss die ganze Zeit Sex passieren, wenn man Sex miteinander hat. Man kann auch kurz einfach kuscheln, kurz rummachen und du kannst dir halt 1-2 Minuten nehmen, um so ein bisschen runterzukommen. Und dann wieder voll durchzustarten. Also Pausen beim Sex mache ich eigentlich regelmäßig zwischen verschiedenen Stellungen zum Beispiel. Kann man immer sehr gut machen und hilft dir halt dabei, nicht so schnell zu kommen. Die nächste Sache ist, und das ist so eine Sache, da musst du ein Bewusstsein für entwickeln. Wenn wir Sex haben, dann spannen wir meist unseren Körper und auch unseren Penis und auch die Region um den Penis gerade hier die Analregion, also ich weiß gar nicht, wie der Fachausdruck dafür ist, da gibt es einen Ausdruck für die Brücke oder irgendwie sowas. Also dieser Bereich zwischen deinem Arschloch und deinem Penis, das spannst du halt an und weil du es anspannst, kommst du schneller. Das kennst du vielleicht, wenn du es anspannst, dein Beckenboden heißt das, glaube ich, wenn du es anspannst, dann ist die Reibung höher, dann ist dein Penis meist auch steifer und dann kommst du schneller. Und das machen viele Männer und viele Männer wissen das gar nicht. Das heißt, wenn du zu schnell beim Sex kommst, achte mal drauf, ob du das auch machst und entspann mal aktiv diese Gegend. Das merkst du. Du merkst den Unterschied. Also wenn du aktiv untenrum ein bisschen entspannst beim Sex, also die Spannung auch fallen lässt, auch aus deiner Beinregion oder allgemein aus deinem gesamten Körper, dann wirst du merken, es ist weniger intensiv für dich. Und das kann sehr dabei helfen, so ein bisschen die Reizung rauszunehmen und das ein bisschen ruhiger zu machen, dass du halt nicht sofort kommst. Das ist eine der besten Methoden überhaupt. Die meisten Männer sind da sehr angespannt. Achte mal drauf, gerade so dieser Bereich Beckenboden, dass du den ein bisschen entspannst. Ja, da gibt es auch diese Techniken zu, dass man kommen kann, ohne einen Orgasmus zu haben, ohne einen Samenerguss zu haben. Das habe ich selbst mal ein bisschen probiert, habe es aber nie viel weiter gemacht. Das muss man sehr viel trainieren. Aber da unten liegt halt sehr viel. Also da ist halt viel Spannung und dann kommst du halt relativ schnell. Entspann das einfach alles mal oder entspann dich mal aktiv beim Sex. Da muss man aktiv drauf achten.
und dann wirst du auch wesentlich weniger oft früh kommen. Die andere Sache ist, dass du mal so ein bisschen rausfindest, was für Sexpositionen denn für dich empfindlicher und unempfindlicher sind. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn die Frau auf mir sitzt, also die Frau reitet mich, dann ist es meistens so, dass ich da weniger empfindlich bin. Also da, wenn ich sie zum Beispiel irgendwie von hinten nehme oder so oder von der Seite, das ist eine sehr empfindliche Position für mich, da merke ich sehr viel und komme auch eher schnell. Wenn die Frau aber auf mir sitzt, dann ist das Ganze ein bisschen langsamer und dann ist die Reibung halt weniger. Ja, für die Frau ist das meistens sehr, sehr gut, aber ich kann dabei meistens ein bisschen entspannen und wieder so ein bisschen runterkommen. Hat auch den Vorteil, dass du in dem Moment tatsächlich körperlich entspannen kannst, weil sie übernimmt ja die ganze Arbeit. Deswegen kann ich nur empfehlen, dass du rausfindest, was ist so deine Position, wo du einfach nicht so viel spürst und dann immer mal wieder von der Position, wo du viel spürst, in die Position wechselst, wo du weniger spürst. Das mache ich halt regelmäßig und ich glaube, für viele Männer ist es auch dieses Frau reitet dich. Gerade wenn die Frau, sage ich mal, diese Wellenbewegung auf dir macht, eher so, ne? Also wenn die Frau eher rauf und runter geht beim Reiten, dann ist das schon relativ intensiv, aber wenn sie eher dieses Wellenbewegungsartige macht, was oft für die Frau auch sehr angenehm ist, weil dadurch ihre Klitoris stimuliert wird, dann ist das meistens sehr, also dann spürt man da meistens sehr wenig, das habe ich schon von mehr Männern gehört. Und das kann halt eine Sexposition sein, die du nutzen kannst, um dich da aktiv ein bisschen zu entspannen. Und die letzte Sache ist natürlich auch eine psychische Sache. Also oft bei Problemen im Sexuellen ist es ganz viel auch psychisch, weil du dir vielleicht zu viel Druck machst. Und zu viel Druck kann dann dafür sorgen, dass du vielleicht zu früh kommst oder dass du gar keinen Hoch bekommst. Das gibt es ja auch oft. Und da musst du dir halt klar sein, du musst dir überhaupt keinen Druck machen. Also nur weil du ein Mann bist, musst du jetzt nicht das krasse Sexmonster sein. Das ist ein Problem mit Pornos, weil was wir in Pornos sehen, wollen wir dann unbedingt nachmachen. Aber du musst halt bedenken, erstens ist das eine perfekte Aufnahme, die gemacht haben. Und normales Sex hat damit halt nicht wirklich viel zu tun. Und zweitens sind das auch teilweise auch trainierte Leute, die halt wirklich den ganzen Tag nur das machen. Und natürlich sind die da ein bisschen erfahrener als du zu Hause. Deswegen musst du dir gar keinen Stress machen. Und die meisten Frauen sind da überhaupt nicht, die machen sich überhaupt keinen Stress. Also keine Frau wird es dir übel nehmen, wenn du mal irgendwie nicht leisten kannst oder nicht liefern kannst. Da musst du dir gar nicht, also du wirst auch keine Frau verlieren deswegen. Und wenn du eine Frau verlierst deswegen, dann ist es auch nicht weiter schlimm. Denn dann kann es keine besonders coole Frau gewesen sein. Wenn sie deswegen sagt, oh nö, dann will ich dich nicht wiedersehen. Das ist aber auch noch nie passiert. Das ist auch Coaching-Teilnehmern von mir noch nie passiert. Und ich hatte mal welche, die so mit Sachen Erektionsproblemen und sowas zu kämpfen hatten. Und die Frauen waren immer sehr verständnisvoll. Von daher musst du dir überhaupt keinen Stress machen. Besser du kommunizierst mit der Frau, als das so in dich hineinzufressen und so zu tun, als wärst du der coole Kerl, den nichts berührt. Das ist halt immer eine ziemlich blöde Fassade. Kenne ich auch von mir selbst. Ist auch eine Sache, an der ich noch ein bisschen arbeiten muss. Gerade beim Sex, muss ich ehrlich sagen. Aber genau, mach dir da nicht so den Stress, denn den musst du dir überhaupt nicht machen. Und der Stress kann halt dafür sorgen, dass viele Dinge beim Sex nicht so gut funktionieren. Also nochmal zusammengefasst. Zuerst mach dir Gedanken über das Kondom, kein Kondom-Ding. Dann ist es so, dass du verschiedene Tempostufen benutzen solltest. Mal langsamer, mal schneller. Und bei diesen schnelleren, hammerartigeren Tempostufen kannst du halt ein bisschen abstumpfen. Da können die Reizung deines Penis ein bisschen abstumpfen. Und so würde ich immer wechseln zwischen diesen Positionen, um halt von den Momenten, wo du vielleicht kurz vorm Kommen bist, in Momente zu wechseln, wo du wieder ein bisschen entspannen kannst. Die nächste Sache ist, dass du die Position findest, die für dich persönlich am besten ist, wo du am wenigsten spürst und die immer mal wieder einbaust. Wie gesagt, bei mir ist es so diese Reiterposition, könnte bei dir auch sein, probier es mal aus. Und die letzte Sache ist, dass du aktiv deinen Körper entspannst und das ist wirklich eine der effektivsten Sachen. Das wirst du wirklich merken, das kannst du sogar probieren, wenn du dir selbst einen runterholst. Mach das mal und achte mal drauf, wie angespannt du gerade im unteren Körperbereich bist, kurz bevor du kommst. Und dann entspann das mal und du merkst, dass wenn du es frühzeitig entspannst, also nicht 2 Sekunden bevor du kommst, dann ist es halt zu spät, aber wenn du es frühzeitig entspannst, dann kannst du entweder gar nicht kommen oder du kommst viel, viel langsamer. Also ich habe es immer so, wenn ich dann den Bereich da unten entspanne, wo der vorher sehr angespannt ist, ja, auch die Arschmuskulatur ist, die Po-Muskulatur ist sehr angespannt. Ich darf nicht Arsch sagen, weil ich mir wohl letztens ein YouTube-Video gesperrt, weil ich da irgendwelche Sex-Begriffe benutzt habe. Deine Po-Muskulatur, ne? Und dadurch, dass du das Ganze entspannst, kommst du langsamer oder vielleicht sogar in dem Moment gar nicht. Das würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Kannst du dann auch beim Runterholen selbst trainieren. Und genau, das sind meine Tipps zum Thema zu früh kommen. Da wird auf jeden Fall was für dich dabei sein. Alle Sachen funktionieren sehr gut. Schau, was für dich funktioniert. Geil, dass du dabei warst. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für ein Coaching bei mir bewerben. Ich habe jetzt neue Plätze frei für nächstes Jahr, wenn du deinen Erfolg mit Frauen aufs nächste Level bringen willst, viele Frauen treffen willst, eine Beziehung haben willst. All diese Probleme klären wir im persönlichen Coaching. Und rechts in der Ecke kannst du
zum letzten Video auf diesem Channel kommen. Und damit sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin wünsche ich dir einen geilen restlichen Tag. Ciao.